Erfolgreich werden auf YouTube ist wohl das Ziel der meisten von uns. Das Problem ist aber, dass viele Leute dabei den schnellen Erfolg suchen. Taktiken wie Abo gegen Abo entstehen ja auch daraus, dass Leute einfach so schnell wie möglich die 1000 Abonnenten haben wollen. Und dabei fahren sie ihren Kanal mit dieser Herangehensweise eigentlich nur gegen die Wand. Wer wirklich etwas auf YouTube erreichen will, der sollte immer auf langfristigen Erfolg setzen. Und genau darum soll es in diesem Video hier gehen. Viel Spaß! Hey, ich bin Voa und auf meinem Kanal dreht sich alles rund um YouTube. Wenn du neu bist, dann lass jetzt ein Abo da, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Was bedeutet eigentlich Erfolg auf YouTube? Diese Frage sollten wir vielleicht zu Beginn noch klären. Für mich bedeutet Erfolg zu einem großen Teil, dass man einfach das erreicht, was man erreichen möchte. Wenn dein Ziel also 100 Abonnenten sind, dann bist du in dem Moment erfolgreich, wo du dieses Ziel erreichst. Was die anderen davon halten, ist doch vollkommen egal. Im Endeffekt will jeder von uns doch glücklich sein, wenn wir 100.000 Abonnenten haben wollen, wenn wir mit YouTube Geld verdienen wollen, dann ist das wahre Ziel doch eigentlich, glücklich und erfüllt zu sein. Wenn du das erreichst, wenn du wirklich zufrieden bist, dann bist du auch erfolgreich und nur du kannst wirklich wissen, was Erfolg für dich bedeutet. Was aber auch immer Erfolg jetzt für euch heißt, der Weg dahin ist auf jeden Fall mit Arbeit verbunden. Deswegen habe ich heute 5 Tipps für euch mitgebracht, die euch helfen werden, langfristig erfolgreich zu werden. Und ich würde sagen, los geht's. Tipp Nummer 1, hab eine Menge Geduld. Geduld ist, denke ich, der Tipp schlechthin, wenn es um langfristigen Erfolg geht. Denn die Wahrheit ist, von schnellem, kurzfristigem Erfolg kann man sich nichts kaufen. Manchmal sogar im wahrsten Sinne des Wortes. Was bringt es mir zum Beispiel, wenn ich mehrere Millionen durch Tennis verdiene, mit 50 aber wieder pleite bin? Was bringen mir 1000 Abonnenten in nur 3 Monaten, wenn keiner davon meine Videos schaut und die Zahl quasi nur noch als Pausenhofflex benutzt werden kann? Ihr könnt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, aber für mich ist langfristiger Erfolg definitiv die bessere Wahl. Dazu gehört aber eben auch, dass man einen sehr langen Atem mitbringen muss. Ich sag's immer wieder, die ersten 3 Monate kann es passieren, dass egal wie sehr ihr euch verbessert, dass ihr noch keine Ergebnisse seht. Ich habe erst letzten Monat wieder einen neuen Coaching-Schüler aufgenommen und unser erstes Video in Zusammenarbeit wurde direkt das beste Video auf seinem Kanal. Und auch bei den nachfolgenden Videos war das Feedback der Community oft gut, dennoch blieb das sofortige Wachstum erstmal aus. Viele Leute würden jetzt hier schon wieder direkt aufgeben, weil ihnen die Geduld fehlt, doch die Wahrheit ist, da bin ich mir sicher, dass es nur noch wenige Wochen dauern wird, dann wird er täglich Abonnenten gewinnen. Viele Leute, die auf YouTube nicht erfolgreich werden, machen gar nichts falsch. Sie wären erfolgreich geworden, hätten sie einfach noch ein Stück länger durchgezogen. Machen wir bei Tipp Nummer 2 weiter, wähle die richtige Nische. Viele Leute geben auch auf, weil ihnen die Motivation fehlt. Das kann hunderte Gründe haben. Ein häufiger ist aber, dass Leute bewusst Nischen wählen, mit dem Hintergedanken, so könnte man ja viel erfolgreicher werden. Aber dann haben sie gar keinen Spaß an diesen Videos. Bestes Beispiel dafür, ich selbst. Zwar ist Minecraft eines meiner absoluten Lieblingsspiele, doch PvP war nie ganz so mein Ding. Und trotzdem habe ich lange solche Videos gemacht, weil ich dachte, so habe ich die größten Erfolgschancen. Heutzutage würde ich jedem raten, genau das nicht zu tun und lieber Lücken zu finden. Viele antworten mir dann, aber warum sollte ich ein Thema wählen, was nur 1000-mal gesucht wird, wenn das andere 100.000-mal gesucht wird? Naja, betrachten wir das Ganze mal nüchtern. Wenn wir ein Thema behandeln, das 100.000-mal gesucht wird, aber wir landen auf Platz 1408 in der Suche, dann findet uns vielleicht ein Verrückter im Monat. Wenn wir jetzt aber ein Thema nehmen, das 1000-mal gesucht wird im Monat und wir liegen auf Platz 1 oder 2 in der Suche, kriegen dann gut 10% der Klicks, dann haben wir 100 Aufrufe im Monat. Natürlich ist das erstmal nicht viel, aber 100-mal mehr als bei dem Keyword mit hohem Suchvolumen. Außerdem solltet ihr bei der richtigen Nische auch kein Hype-Thema nehmen. Viele Leute neigen nämlich dazu, schnell auf irgendwelche Themen aufzuspringen, um kurzfristig einige Klicks mitzunehmen, aber nach ein paar Monaten interessiert das Thema niemanden mehr. Für langfristigen Erfolg solltet ihr also eine Nische wählen, in der es auch Erfolgschancen gibt. Die Nische sollte lange bestehen und eine dritte Eigenschaft gibt es auch noch, und zwar Tipp Nummer 3,
Leidenschaft. Gerade wenn wir mehrere Interessen haben, dann ergibt es Sinn, dass wir uns die Nische mit den besten Erfolgsaussichten schnappen. Aber was immer der allerwichtigste Punkt sein sollte, die Leidenschaft. Wer nicht wirklich zu 100% für sein Thema brennt, der wird an schlechten Tagen keine Motivation finden. Außerdem sollte zur Leidenschaft auch die Liebe am Videodreh gehören. Klar, man kann nicht alles lieben, was zu YouTube gehört. Ich zum Beispiel habe jetzt auch nicht ganz so viel Spaß am Videoschnitt. Aber das gleicht der Spaß an der gesamten Produktion auch wieder aus. Und einzelne Aufgaben kann man eines Tages ja vielleicht auch abgeben. Grundlegend solltet ihr aber, und ich denke das ist jetzt auch logisch, wirklich Bock auf YouTube und auf euer Thema haben. Kommen wir zu Tipp Nummer 4. Behalte das große Ziel im Auge. Wie jetzt schon oft genug gesagt, der Weg zu langfristigem Erfolg dauert. Ist ja aber auch klar, denn nichts in unserem Leben, was wirklich von Wert ist, ist eben mal so schnell erledigt. Dass man auf diesem Weg in Zweifeln kommt, mal die Motivation verliert oder schwerwiegende Probleme lösen muss, das gehört dazu. Was mir persönlich an diesen Tagen besonders hilft, ist das große Ziel vor Augen zu haben. Ja, wenn ich es jetzt mal einfach kurzsichtig betrachte. Warum sollte ich ein Video produzieren, wenn das neue FIFA rauskommt und ich lieber zocken will? Warum sollte ich mir Mühe geben, ein Problem zu lösen, wenn ich auch einfach aufhören kann und Netflix gucken kann? In diesem Moment denke ich mir aber immer, nein, Niklas, du möchtest dir mit deinem Kanal was aufbauen. Das dazugehörende Business soll dir ermöglichen, ein besseres Leben zu führen. Vielleicht in ein paar Jahren sogar eine Agentur aufgebaut zu haben, die es mir ermöglicht, eine Familie zu gründen und auch Zeit dafür zu haben und nicht in einer 40-Stunden-Woche irgendwo festzuhängen. Ich weiß wie gesagt nicht, was eure Ziele sind. Aber selbst wenn man wirklich nur ein paar hundert Abonnenten erreichen möchte, dann hat das ja für uns irgendwo noch eine größere Bedeutung. Und diese Bedeutung müssen wir uns dann vor Augen führen. Alternativ kann man auch andersrum denken und sagen, Niklas, du wirst dich selbst dafür hassen, wenn du jetzt nicht durchziehst und in ein paar Monaten jemanden siehst, der mit derselben Idee riesigen Erfolg hat. Auch diese Angst vor Reue kann man super nutzen, um den Arsch an schwierigen Tagen hochzubekommen. Kommen wir zu Tipp Nummer 5. Halte dich von schnell Fame werden Techniken fern. Die Faustregel ist, je schneller dir Erfolg versprochen wird, desto unseriöser ist die Technik. Das darf man natürlich nicht pauschalisieren, denn wenn man sich einen Coach, einen Trainer oder einen Berater sucht, dann ist ja das Ziel, mein Problem schneller zu lösen, als ich es alleine könnte. Aber auch wenn du mein Coaching kommst, dann mache ich kein Geheimnis daraus, dass du die ersten Wochen nichts erwarten darfst. Jeder, der dir erzählt, er macht dich schnell erfolgreich, macht dich nicht schnell erfolgreich. Techniken, die uns schnell Fame machen, zerstören nämlich oft einfach nur unser langfristiges Wachstum. Zum Beispiel eben ja auch Abo gegen Abo, Abos kaufen oder auch Eigenwerbung. Wenn ihr langfristig erfolgreich werden wollt, kann ich euch davon nur abraten. Wenn ihr euch wirklich etwas Richtiges aufbauen wollt, dann kann ich euch mein Video Mehr Abonnenten in 2020 bekommen empfehlen. Dort gibt es nämlich die besten Tipps für euer Kanalwachstum und, wie ihr mich kennt, natürlich alles auch auf langfristiges Wachstum ausgelegt. Ich verlinke euch das Video jetzt mal in der Infokarte und auch gleich mal abspannen. Jetzt möchte ich aber noch eure Meinung hören. Welchen Tipp findet ihr am wichtigsten? Die richtige Nische oder das große Ziel im Auge zu behalten? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, Leute. Und ciao!